Meine Damen und Herren des guten Geschmacks, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um den berühmten Friedrich Nietzsche. Wer ist das Friedrich Nietzsche? Habe ich noch nie gehört. Kein Problem, dann sind wir die Lösung. Alles, was Sie tun müssen, Sie müssen einfach nur einschalten. Denn gleich, nach diesem kurzen Schnitt, werden Sie auch die dunkelsten Geheimnisse über Friedrich Nietzsche erfahren. Ist das nicht geil? Deswegen bleiben Sie dran, wie läuft die Entertainment? Ist das die Vorlesung von Herrn Nietzsche? Ja, kommen Sie rein. Aber bitte seien Sie ruhig, er ist gerade in seinem Element. 18 ist so nett, ja, war ich dabei, ja. Oh, hallo! Ich hab Sie gar nicht kommen sehen. Wie ungeschickt von mir, nehmen Sie doch bitte Platz. Sie waren hier wegen Friedrich Nietzsche? Dann will ich Sie auch gar nicht lange aufhalten. Denn für die Geschichte des Friedrich Nietzsche müssen wir zurück, weit, 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 ins Jahr 1844. Der Friedrich Nietzsche, der müsste am 15. Oktober 1844 geboren sein, in Rücken. Das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Ja. Das habt ihr auch vielleicht schon gemacht, Sachsen-Anhalt, im Unterricht, ja. Naja, auf jeden Fall ist er dann auf eine Privatschule gegangen, der kleine Friedrich, und danach ist auf die Uni Bonn gegangen, um dort die evangelische Theologie und die klassische Philologie zu studieren. Weißt du denn überhaupt schon, was das ist? Kein Problem, dafür bin ich ja da. Also, die evangelische Theologie ist die Lehre Gottes weiterzugeben, natürlich im evangelischen Sinne. Und die klassische Philologie ist das Beschäftigen mit den zwei als klassisch angesehenen Sprachen Latein und Altgriechisch. Friedrich Nietzsche begann seine Werke als Philolog, sah sich selbst aber als Philosoph. Eine Sache, die er in seinem Leben unglaublich liebte, war das Briefeschreiben. Er war ein unglaublich leidenschaftlicher Briefeschreiber. Er hat Briefe an seine Eltern geschrieben, an seine Freunde, an alle seine bekannten Freunde. Hat er Briefe geschrieben. Wenn man genau in seine Briefe geschaut hat, dann hat man tatsächlich erkannt, da ist eine Kritik versteckt. Und zwar die Kritik an die christliche Moral. Und überhaupt hat er den Wert der Wahrheit in Frage gestellt. Friedrich Nietzsches Werke geben Anlass zur Diskussion, weil man nicht genau herausfinden kann, was er damit genau gemeint hat oder welche Sichtweise er vertritt. Zum Beispiel in drei seiner Werken, ich lese sie mal kurz vor, Übermenschen, der Wille zur Macht und ewiger Wiederkunft, kann man nicht rauserkennen, welche Sichtweise er vertritt, weil sein philosophisches Denken weit über die Philosophie herausgeht. Apropos das Denken, in seiner Freizeit tat sich Nietzsche mit seinen Freunden zusammen in einer kleinen Gruppierung von 4-5 Leuten und die diskutierten dann jeden Abend fröhlich über Literatur, Sprache, Musik, Politik und Verschiedenes. Über solche Themen diskutierten sie, was ihnen letztendlich Anlass gab, eine künstlerisch-literarische Gruppierung zu gründen namens Germania, in denen auch Vorlesungen stattfanden und auch diskutiert wurde über Themen wie Kunst oder Literatur. Der Friedrich Nietzsche sah das so, dass die Philologie und die Wissenschaft die als herrschenden Moralvorstellungen unkritisch übergeben haben an die Menschen. Aber das ist ja alles hier pessimistisch, was er alles kritisiert hat. Und wussten Sie, dass als der junge Nietzsche 24 Jahre alt war, auf Empfehlung von einem Freund, er eine Einladung von einer Universität bekommen hat, um da Professor für die klassische Philologie zu Nietzsche, da war ja ein intelligenter Bursche, ne? Das muss man ja dazu sagen. Deswegen hat er ja auch die Einladung von der Universität als Professor für die klassische Philologie hat er natürlich angenommen, ne? Das ist ja was Tolles, war das für ihn, ja. An der Uni Professor zu sein, das ging für ihn nur 10 Jahre gut. Denn nach 10 Jahren, also im Jahr 1879, musste er sein Amt niederlegen wegen seiner Migräne und seinen Magenleiden. Aber mal unter uns, er wurde ja schon gefeuert, ne? Die Briefe und Werke,
die Nietzsche ab 1889 verfasste, waren eindeutig von Wahnsinn geprägt, weil er bis dahin mehrere mentale Zusammenbrüche erlitten hatte. Was heißt, in seinem Kopf war nicht alles in Ordnung, er konnte nicht klar denken. 1898 verstarb seine Mutter, was ihn mit seiner Schwester allein ließ. Und als dann seine Mutter verstarb, war das so, dass dass seine Schwester und er selbst dann zusammen nach Weimar gekommen sind, ins heutige Nietzsche-Archiv, was ihr am Anfang des Videos schon gesehen habt. Zu dem Zeitpunkt war halt Nietzsche schon aufgrund der mehreren geistigen Zusammenbrüche schon gelähmt. Das heißt, er konnte das gar nicht mehr wahrnehmen. Er konnte nicht mehr wahrnehmen, wo er war. Was halt dazu führte, dass er halt 3 Jahre später, 1900, an einer Lungenentzündung im Nietzsche-Archiv, dem heutigen Nietzsche-Archiv, verstarb. Und so wollte es das Schicksal, dass 3 Tage später nach dem Tod eines poetischen Menschen namens Friedrich Nietzsche kam ein anderer auf die Welt, der heute sogar noch bekannter ist als der Nietzsche selbst. Sein Name war nämlich Goethe. 3 Tage nach dem Tod von Nietzsche geboren. Ich mach dir was anderes. Was? Das machst du. Junge, wenn du nicht mal diesen Einsatz hinkriegst, ne? Dann irgendwann weißt du, wie viel das ist. Doch hin. Nur er lacht, oder du lachst. Weil ich bin zu leise. Jetzt erst mal ehrlich. Und selbst wenn du es hinkriegst, du bist einfach zu leise, ne? Das Ding ist, er ist einfach zu leise, du kannst einfach sowieso nicht reden. Von daher bin ich der Einzige, der das einfach machen muss. Ja, mach mal. Ja, ich muss gerade deinen Text lernen, weißt du, wie schwer das ist? Es ist schwer. Ja, aber jetzt auf einmal. Junge, jetzt mach die scheiß Kamera aus! Goethe und Schiller waren zwei Persönlichkeiten. Cut! Jetzt haben wir mal getauscht, jetzt bin ich mal Kameramann. Wir machen gerade den Location-Wechsel von Location 6 zu Location 7. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Nee. We love to entertain you, man. Junge, was ist dein Problem? Entschuldigung. Es ist einfach so bekloppt. Du kommst hier und klopfst. Hey. Was? Hey, guck mal, wir müssen noch. Wir müssen. Ja, okay. Es ist aber richtig komisch, die Leute gaffen dich an, wenn ich da so durchlaufe. Ist das die Vorlesung von Herrn Nietzsche? Ja. Kommen Sie doch bitte rein. Ja, warte mal. Ja, warte. Junge! Der heißt nicht Nietzsche. Ja, wie denn sonst? Nietzsche. Ja, nochmal raus. Oh. Sie waren dann hier wegen meinem Schwanz? Okay, komm noch mal. Wegen Friedrich Nietzsche, richtig? Gut. Was hast du das gesehen? Ich darf ja nicht reden. Du legst das ein. Friedrich Nietzsche, der ist am 15. Oktober 1844 geboren. Ja. Ja. Reicht. Ciao. Aber was haben wir denn? Was haben wir denn da? Und zwar, Friedrich Nietzsche, heißt er Nietzsche, auch dazu geführt hat, dass er viele, wie habe ich das denn aufgeschrieben? Mach die Scheiße aus!